So, hier an dieser Stelle muss mal die Frage gestattet sein, wie cool ist das denn? Hier sieht man ein C-Sharp-Programm, das den Status der LEDs über diese Buttons hier angibt. Der Zustand der Buttons wird dann über einen Serial-Port an den Arduino weitergegeben und der schaltet dann die LEDs entsprechend der Zustände der einzelnen Knöpfe.